Grüß Gott, ich bin Pater Augustinus von St. Ozidin. Ich begrüße Sie und euch von nah und fern ganz herzlich zur Meditation. Das Thema für die heutige Meditation heißt Unerfüllte Wünsche von Christina Telke. Ich wünsche mir mal Freizeit ohne Ende. Die Pflichten und Sorgen schiebe ich weit. Ich wünsche mir auch Urlaub ohne Grenzen. Nur dort zu weilen, wo es mir gefällt. Ich wünsche mir Gesundheit alle Zeiten. Dass Schmerz und Leid fern von uns allen sei. Ich wünsche mir des Nachts nur schöne Träume, auch mal zu schlafen bis zur Mittagszeit. Ich wünsche mir im Walde zu spazieren, zu lauschen still der Vögel Lobgesang. Ich wünsche mir überall nur Vorlieder, ja, von den Bergen Schall das Echo wieder. Ich wünsche mir im Kreise der Familien verträumt zu plaudern von vergangener Zeit. Ich wünsche mir, dass sich alle Menschen lieben, weil mögen neint Zank, Hader, Sein und Streit. Ich wünsche mir für alle Menschen Frieden, dass keiner abends still ins Kissen weint. Ich wünsche mir Nahrung stets genug für alle, dass Hunger auf der Welt ein fremder Wort sein. Ich wünsche mir, dass einer für den anderen stet da sein mag und ihm ein Beistand sein. Ich wünsche mir, dass alle Welt erkenne, dass Gott allein uns Freund und Herrscher sein. Ich lade euch ein, zur Ruhe zu kommen. Nun wollen wir zusammen beten und meditieren. O Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eine mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir hörten das Lied Suchen und Fragen. Klagende Höhe.
unsere Armut lässt Gott sich ein. So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. Wir sitzen so still wie möglich und schließen unsere Augen. Ein Klangschalle klingt. Wir hören zu. Worin glaubt ihr? Worin liegt die Heilskraft? Bei der Klangschale oder beim Zuhören. Lauschen macht still, das ist heilsam. Die Klangschallen geben uns die Fähigkeit, offen zu sein. Und der Körper ist im Augenblick entspannt und locker. Und bereit für die Meditation. Wir richten unsere Wachheit auf das Hören und auf das Spüren. Thank you.
Lieben Vater unser, beten wir für leidende Menschen in der Welt, für unsere Angehörigen und Freunde, für den Frieden in der Welt und in uns selbst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. So segne euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke euch für das Dabeisein. Lebe, lache, liebe und lege alle Sorgen in Gottes Hände. Zum Schluss hören wir Orgelmusik. Ihr könnt danach gerne noch in der Stille sitzen bleiben. Gute Nacht und bleibet gesund.